Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr 2018 hier auf dem Kanal Lohnunternehmen Harter. Ich bin der Falk. Mit dabei habe ich heute Sascha, Seppe, Chris und den Björn im Hintergrund. Ne? Björn ist im Hintergrund. Chris ist auch im Hintergrund. Heute geht es um Folgendes. Wir wollen euch heute mal so einige Sachen erzählen über den Kanal, was alles so neu und was wir halt alles verändern wollen in diesem Jahr. Das hatte ich eigentlich ja schon in den letzten Livestream oder im vorletzten Livestream auch schon mal angekündigt. Und ja. Jo. Hier. Ja, also. Jo. Fang ja, an. Ich starte mal. Einmal hier mit dem ganzen LU, beziehungsweise hier sagen neue Games vorstellen. Und zwar haben wir da uns, also jeder stellt jetzt ein paar Games vor. Ich fange es halt offen an. Also zum ersten Mal wollen wir weiterhin auf dem Kanal Truckers IP bringen. Also einmal Multiplayer. Dann einmal Tanky Online. Das ist ein Panzerspiel. Tommy's Claims Rainbow Six Siege. Und ja. War so von meiner Seite. Also, dann dazu wollten wir noch gerne Tom Clancy's The Division, Ark und noch so ein bisschen was mit Modding, also halt zum Beispiel so, ja, Grundsachen so, mehr oder weniger, halt so ein bisschen mal was zu zeigen, wie man was macht oder wie man zum Beispiel jetzt Sachen umbaut. Des Weiteren zum LS17 noch wollten wir noch eventuell ein paar Projekte euch hier zeigen eben. Also im LS17 mehrere Sachen und auch im Biofarming zum Beispiel das Spiel mal anspielen, euch das vorstellen. Kettle und Klops wäre auch noch eine Möglichkeit. Jo, dann hat glaube ich Sascha noch ein paar Sachen. Zur Auswahl von Spielen hätten wir noch Borderlands 1, 2 oder The Prey Sequel oder Dark Souls 1 bis 3. Ja, das war's glaube ich von den Spielen. Okay. Ja, was? 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 Eins habe ich noch. Ja, dann hau raus. League of Legends wäre auch noch ein. Stimmt. Gut. Ja, was erwartet euch sonst noch so auf diesem Kanal? Euch erwarten zum Beispiel weitere Livestreams, wie auch im letzten Jahr. Allerdings werden wir bei den Livestreams noch ein bisschen was dazu nehmen, wie zum Beispiel, ich werde ab dieses Jahr so Gewinnspiele anbieten, da kann dann halt jeder so mitmachen, ne? Also ich gehe dann streamen und dann während des Streams könnt ihr halt so ein Gewinnspiel halt spielen, dann müsst ihr halt irgendwas, das weiß ich selbst noch nicht, das muss ich mir noch überlegen, was man halt machen muss, zum Beispiel irgendwelche Fehler finden bei LS zum Beispiel, die ich dann mache, ne? Das hatte ich zum Beispiel schon gesagt, was man, weiß ich noch nicht, was es noch so, was man noch so machen könnte, ja, da kann man halt Preise gewinnen, so, das wird dann nummeriert von Platz 3 bis 1 oder so, ne? Platz 3 kriegt dann auch eine Kleinigkeit, Platz 2 kriegt eine etwas größere Kleinigkeit und Platz 1 kriegt natürlich den Hauptgewinn dann. Ist ja ganz klar. Wir machen für jeden Server eine Playlist. Jeder Server. Also wir haben mittlerweile 4 Server, falls das noch keiner weiß. 5. Und ja, wir machen eine Playlist für jeden Server. Dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Weil viele fragen ja auch schon immer in den Streams, welcher Server, wo spielst du gerade, auf welche Karte und wo auch immer. Und da ist es schon, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn wir Playlisten haben, wo ihr dann halt auch so euch alle Folgen in Reihenfolge anschauen könnt. Joa, das ist eigentlich... Fällt mir noch irgendwas ein?
Na, zum fünften Server zum Beispiel könnten wir noch was erzählen. Ja, dann hau mal raus. Der fünfte Server ist ein Projektserver, wo Projekte mehr oder weniger aufgenommen werden, beziehungsweise nur aufgenommen werden. Auf diesem Server läuft zurzeit auch schon ein Projekt, was vorab aufgenommen wird, wo im Laufe der nächsten Zeit das erste Video schon hochgeladen wird. Von Seppe und mir. Mhm. Und ja. Zu den Livestream wollte ich noch sagen, wir werden auch gucken, dass wir einige Zuschauer mitspielen lassen werden bei den Livestreams. Mhm. Ob so eine Public Server. Genau, das wird euch natürlich auch erwarten, dass wir ja gesagt haben, ab 2018 werden wir das auch mal so anbieten, dass halt die Zuschauer, also ihr Zuschauer, könnt dann mal mitspielen. Allerdings werden wir das so machen, dass wir halt die privaten Mods natürlich wieder beiseite packen und dann werden vielleicht ein paar Mods dazugenommen, die ihr euch natürlich runterladet. Apropos runterladen, die Mods, die wir jetzt spielen, allgemein so bis auf Privatmods, werden euch auch zum Download gestellt in eine Beschreibung. Also euch wird ein Link in eine Beschreibung gesetzt. Da könnt ihr euch dann die Mods runterladen, weil das wurde sich ja schon so oft gewünscht, dass man auch mal die Mods sich runterladen kann, damit ihr nicht immer danach fragen müsst, wo gibt es den oder so, ne? Weil viele kennen sich ja nicht aus oder finden halt dann auch nicht so auf Anhieb den Mod. Oder wir holen uns die Mods ja auch nicht nur vom Mod-Hoster, wir kriegen ja auch ganz woanders welche her, ne? Seppe hier, der hat ja so seine Spezialseiten da. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir euch immer so eine Liste fertig. Da drückt ihr dann einfach nur drauf und dann ladet ihr euch das Ganze runter. So. Ja. Im Grunde genommen. Achso, den Link. Wir stellen euch natürlich, ihr habt nämlich vergessen bei eurer Spieleaktion da jetzt, dass die Leute ja diese Abstimmung da machen sollen. Achso, genau. Wir haben extra dafür eine Liste fertig gemacht. Der Link, den wird Falk dann in die Beschreibung stellen. Da klickt ihr dann einfach drauf, wählt dann das Spiel aus, was ihr gerne sehen möchtet. Und dann werden wir halt später auswählen, welches dann kommt. Beziehungsweise das, was die meisten hat, wird dann halt gebracht. Genau. Zur Info, Strawpool ist eine Seite, die kann man im Internet finden. Das ist eine Seite, die kann man per Link oder auch privat oder in Öffentlichkeit stellen sozusagen. Da kann man halt Sachen um sich fragen, sonstige Sachen. Auf der Seite werden wir natürlich nicht nur die, sagen in dem Sinne, das Spiel nehmen, was nur gewählt wurde. Wir werden natürlich auch gucken, ich sag jetzt mal, von 100 Leuten haben 50 für Spiel 1 gewählt, aber 35 Leute haben auch für Spiel 2 gewählt und der Rest hat aber auch noch für Spiel 3. Da gucken wir natürlich auch, dass wir natürlich in erster Linie Spiel 1 berücksichtigen, aber natürlich auch von 2 und 3 die ein oder anderen Aufnahmen bringen werden, weil es ja auch manche Zuschauer interessiert. Und ja. Ja. Im Grunde genommen war es das eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas? Nein. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich hoffe nicht. Ja, ansonsten machen wir alles. Ansonsten wünschen wir euch noch weiterhin viel Spaß. Vielen Dank für die vielen, vielen Abonnenten. Und ja, weiterhin viel Spaß im Jahr 2018 mit uns, ne? Und wir hoffen mal, dass das so auf Ewigkeit natürlich auch weitergeht, ne? Dass die Zeit auch immer da ist, dementsprechend viel zu unternehmen hier noch mit Jungs. Jo. Ja, also ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem Video hier. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wie gesagt, der Link für die Abstimmung könnt ihr in der Beschreibung finden. Da klickt ihr drauf, gebt das mal ab, euren Spielwunsch, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, ne, geht er dann auch weiter. So, also, ich von meiner Seite aus sage schon mal
bis du die denn dann. Ja, von mir auch. Macht's gut. Seht weiterhin fleißig unsere Videos an. Stimmt bitte für die Spiele ab. Würde uns sehr interessieren, was ihr so wählt. Und ja, dann sei auch von meiner Seite aus bis denn mal und haut rein. Ciao. Ja, macht's gut. Bis dann, sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.